Da bin ich wieder, euer Whisky-Teufel. Heute zur letzten Episode, letzte Staffel Game of Thrones Whiskys, die letzten drei. Wir beginnen gleich mit den Oban. Warum? Talisker und Lagavulin sind Peated Whiskys. Deswegen empfiehlt es sich, den Oban Bay Reserve, der kein Peated Whisky ist, als erstes zu präsentieren. Ich finde vom Design her die geilste Flasche, wenn ich das so sagen darf, dieser Serie. Da in Schwarz. Ich muss sie rausnehmen und natürlich auch herzeigen. Ein wirklich schwarzes Flascherl mit einem sehr nett designten Label. Zoom-Einblendung bitte. So, hier haben wir den Oban Bay Reserve mit einer fast bernsteinfarbenen Konsistenz. Das Aroma ist sehr nett, süßlich. Ja, die Oban Bay Reserve gefällt mir gut. Ein schöner Körper. Ich sag mal, der Geschmack ist sogar ergiebiger noch als die Nase. Wie immer natürlich bei vielen Whiskys, wir hatten das auch in der vorigen Episode schon, dominantes Karamell, aber ein cremiger Whisky, mittellanger Abgang, das geht jetzt schon langsam weg, und was mir gut gefällt, Eichen, das Eichenfass ist da. Der Talisker Select Reserve ist dem Hause Greyjoy zugeordnet. Er kommt auch interessanterweise mit ein bisschen mehr als 40, nämlich mit 45,8 Volumensprozent Alkohol. Und ja, für die, die es nicht wissen, Talisker, eine Distillery an der Küste der Isle of Skye. In der Nase leicht stechend, markant. Aber trotzdem durchaus angenehme Rauchnote, obwohl ich lieber eben Torfnote sage, weil für mich Rauch und Torf doch zweierlei ist. Ja. Im Hintergrund trotzdem auch hochprozentige Schokolade, also dunkle Schokolade. Sehr interessant. Ein leichtes Pfefferl, was man in Österreich eher einem grünen Wittliner zuordnet. Ja, ist am Gaumen trocken, rauchig, also torfig, pfeffrig. Sehr würziger Whisky. Ich brauche noch einen Schluck. Der Abgang ist nicht lang. Er ist mittellang. Trotzdem sehr angenehm. Auch würzig. Der Abgang ist auch würzig. Hat ein bisschen was von einem Leder. So. Und zum Schluss nehmen wir uns dem Lagavulin 9 an. Für viele unter euch, die Lagavulin bzw. Peated Whisky Lovers sind und sich mit Lagavulin Whiskys auskennen, Lagavulin 9 ist eine eher unübliche Jahrgangsabfüllung. Dem Hause Lannister zugeordnet. Wie gewohnt
elegant in der Nase, wenn man das so betrachten darf oder bezeichnen darf. Dichte, aber trotzdem weiche Rauchnoten. Ich sage jetzt wieder mal mit ein bisschen salziger Meerluft. Bisschen Honig vielleicht. Und natürlich wie fast immer Vanille. Das Schöne, Lagavulin-Whiskys sind eigentlich Whiskys, die man auch blind verkosten könnte und immer drauf kommt, dass es Lagavulin-Whiskys sind, weil sie doch auch einen eigenen Charakter haben, eine eigene Geschmackskante, sage ich jetzt einmal. Wenn man die erkennt, weiß man, ja, das hat es. Das hat jeder Lagavulin-Whisky und das hat genauso auch jener. Das Finish, also der Abgang, ist schön, er ist noch immer da, schön langsam. Die salzige Meerluft ist, diese Seebrise, sage ich jetzt einmal, ist noch immer da, sehr schön. Und ja, trockener Ausklang, aber sehr ausgewogen, sehr nett. Ja, also im Großen und Ganzen sind wir jetzt durch. Nochmal vielen Dank an Testillery für die nette Verkostungsbox und dass ihr dadurch uns auch die Chance gegeben habt, es vor der Kamera zu verkosten und den Zusehern bzw. denen, die sich für die Whiskys of Westeros interessieren, näher zu bringen. Auch all jenen, die vielleicht auch nicht mehr die Chance haben. Wie auch immer, wir veranstalten am 28. März 2019 in der Beaver Brewing Company in der Liechtensteinstraße eine Whisky-Verkostung, besser gesagt ein Whisky-Pairing, das wir einmal im Monat, jeden letzten Donnerstag im Monat dort veranstalten. Und eben am 28. März um 19 Uhr haben wir dort ein Whisky and Craft Beer Pairing mit frisch gebrauten Craft Beers, die mitunter sogar noch nicht mal dort on tap sind. Das heißt, mit dieser Verkostung präsentiert werden oder ihre Premiere haben und eben gepaart werden mit Whiskys dieser Edition. Das heißt, 28. März, Game of Thrones Whisky Edition Night in der Beaver Brewing Company. Und ja, ich verspreche es euch. Es werden keine anderen Whiskys dort sein als Game of Thrones Whiskys. Und das natürlich mit zuvor ausgesuchten Bieren dazu, die sich mit den Whiskys ergänzen oder ein schöner Kontrast dazu sind. Es wird geschmacklich ein schönes Erlebnis werden, das kann ich versprechen. Es wird ausführlich dazu erklärt, wie die Biere gemacht werden. Und natürlich gibt es viele Hintergrundinformationen zu den Game of Thrones Whiskys auch, die ich jetzt in dieser Präsentation oder den beiden vorgehenden Präsentationen nicht erwähnt habe. Es soll ja auch bei der Präsentation am 28. März in der Beaver Brewing Company noch interessant werden und bleiben. Ich danke fürs Zuschauen und vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch am 28. März. Ich würde mich freuen. Danke, bye bye.